Ich lebe ja sehr im Jetzt und in der Erinnerung an das, was wirklich erinnernswert ist, nämlich das Spiel dieser wunderbaren Künstlerin. Nicht? Weniger so mein ihr Gegenübertreten, als vielmehr ihr Spiel in meinem Ohr. Und das hat mich doch sehr angeregt und dann auch motiviert, der Anregung Paul Sachers wiederum zu folgen und ein Stück für Anne-Sophie zu schreiben. Das ist jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre her. Das war die gesungene Zeit, ja. Das hat auch Paul Sacher uraufgeführt in Zürich und dann öfters mit ihr gespielt. Ein Stück, das ganz aus meiner Erfahrung ihrer Höhenfestigkeit, ihrer Höhensicherheit, ihrer Höhengesanglichkeit geboren ist. Und ja, wohl nach wie vor bis heute eins meiner Lieblingsstücke von mir selber ist. Das darf man ja auch mal sagen. Das gibt's ja auch. Ich habe ihr ein Stück geschrieben, das heißt Lichtes Spiel. Und das Lichtes Spiel, das ist sozusagen auch leichtes Gepäck. Das Lichtes Spiel ist ein Sommerspaziergang, wenn man so will, eines absichtslosen Dahingehens, eines absichtslosen Sich-Freuens an dem, was ist. Ein Folgen auch wieder der Linie, es ist ganz aus dem Melos entwickelt, ein Spiel, ein helles Spiel. Das habe ich für sie geschrieben. Mozart ist natürlich eine Konstante in meinen ganzen Arbeiten. Ich bin von der Mozartschen Formenvielfalt und von der Ausdrucksvielfalt, vor allem von den Wechseln der Ausdrucksebenen, von Anfang an immer sehr angeregt, sehr bestätigt. Ne? Der bleibt ja nie sehr lange auf etwas sitzen und ruht sich selten auf etwas, was er gefunden hat, aus, sondern Mozart ist, der Wechsel ist die Beweglichkeit, ist vor allem die ständige Tiefendimension. Es hat immer eine Tiefenschärfe, es hat einen Vordergrund und einen unauslotbaren Hintergrund und das ist, was mich kompositorisch interessiert. Ne? Das war ja ihr Wunsch, das war Anne-Sophies Wunsch. Und ich habe gesagt, ich kann mir das eigentlich nur so vorstellen, dass ich da, wie bei dieser Max-Klinger-Radierung, eine Nymphe neckend einem Bären gegenüber verhält. Das ist dann doch etwas anderes geworden. Ich habe das Stück dann Dyade genannt, weil es ja ein wesentlich engeres Beziehungsmodell als das von Nymphe und Bär suggeriert. Dyaden sind im chemischen Bereich wohl Verbindungen von entfernten Stoffen. Im psychologischen Bereich sind es Verbindungen zweier Individuen. Die erste Dyade, in die wir eintreten, ist die von Mutter und Kind. In die werden wir hineingeboren. Das ist natürlich ein weites Feld. Peter Sloterdijk hat darüber dicke Bücher geschrieben. Ich meine, die Dyaden sind, das sind ja eigentlich die Blasen, in denen wir uns befinden. Aber das war jetzt für dieses Kammermusikstückchen doch jetzt nicht der eigentliche Arbeitsgrund. Das ist etwas zu weit gegriffen. Dyade heißt einfach zwei Individuen höchst unterschiedlicher Art in einer Art Beziehungsmodell, in einer Art Verschmelzung, in einer Art vielleicht von Antagonismus manchmal und manchmal von Umarmung. Ein Dialog des gleichzeitig Sprechens. Ein Monolog des Auseinandersprechens. Also beides gleichzeitig, aber immer in Verbindung, eine Umschlingung. Ich denke sehr an Sie, wenn ich für Sie schreibe, aber ich schreibe jetzt nicht extra schwerer oder extra leichter oder extra, eigentlich nicht, nein. Ich habe bei der gesungenen Zeit bewusst natürlich diese Höhe gewählt, weil das mir ein Spezifikum erschien, aber sie ist derartig umfassend großartig in ihrer instrumentalen Fähigkeit und in ihrer Möglichkeit, das auch ganz menschlich und, ja, wie soll ich sagen, beseelt. Sie hat ja so einen beseelten Ton und dieser beseelte Ton, den muss man nicht irgendwie erst noch vorbereiten, sondern der kommt oder er kommt nicht und wenn sie spielt, kommt er eben. Nicht? Also kann man drauf als Komponist immer damit rechnen, dass es
wunderbar wird. Nicht? Das ist doch das Schönste, was es gibt. Wenn man für jemanden schreibt, von dem man weiß, oh Gott, dem kann ich das nicht zumuten, bei dem muss ich da vorsichtig sein. Oh, das ist ja da überhaupt nicht der Fall. Nicht? Das ist so jenseits solcher Kategorien. Also.